Daniel Günther hat ja auf dem Landesbauerntag drei Maßnahmen zur Bekämpfung der Nonnengänse genannt. Ich möchte jetzt mal deine Einschätzung zu den Maßnahmen und ob das reicht oder können wir dann noch weiter den Finger in die Wunde legen. Wir haben jetzt ein paar Jahre mit dem Ministerium gearbeitet und uns immer hinhalten lassen, neue Monitoring-Maßnahmen und bis jetzt ist nichts passiert. Wir haben bis jetzt immer gegen Ausgleichflächen bereitgestellt, wo die Nonnengänse und auch die Graugänse sich aufhalten können. Aber wir sehen ja auch, wie die Bestandsentwicklung ist. Also wir haben massive Zuwächse, fast 10% jedes Jahr. Und wir haben zurzeit einen Bestand von fast 500.000. Ein normaler Bestand, der auch schützenswert wäre, wären 100.000 Gänse. Und ich bin sehr froh, dass der Ministerpräsident jetzt gesagt hat, wir müssen eine Bestandsreduzierung vornehmen. Wir waren ja zusammen mit ihm auf Amrum und haben uns dort die Problematik sehr genau angeschaut und das hat mich selber, der aus dem Binnenland kommt, sehr erschreckt. Die EU lässt es zu, wenn Bestände zu groß sind und Ernten und sowas gefährdet ist, dann kann man auch schießen. Und die Maßnahmen, Eier sammeln hat er ja als erstes genannt, ist eine Maßnahme, wohlwissend, dass hier nicht so ganz viele brüten. Und für mich ist viel entscheidender, dass wir gesagt haben, wir können den Abschuss vornehmen. Das konnten wir in der Vergangenheit auch schon. Aber das muss von den Jägern hier sehr viel mehr beantragt werden. Das soll auch vereinfacht werden. Und was mir am besten gefällt, ist, dass er auch gesagt hat, die Tierkadaver, die wir nicht verwerten können, müssen natürlich in die Tierkörperbeseitigung gebracht werden und die Kosten wollen sie übernehmen. Das erleichtert uns das. Die Bereisung hat uns wirklich nach vorne gebracht. Bei allem, was sie uns sonst immer gesagt haben, EU geht nicht, kann nicht, darf nicht, hat das jetzt auch geändert und ich bin sehr froh, dass er das so deutlich auch gesagt hat auf dem Bauerntag in Rendsburg. Ja, also auch, ich bin auch sehr stark von den Gänsefraßschäden in meinem Betrieb betroffen, insbesondere beim Raps und beim Weizen. Der Betrieb liegt ungefähr 1000 Meter vom Außendeich entfernt und wir haben 5 Kilometer Vorland vor uns, was ja nicht mehr durch Schafe auch entsprechend intensiv beweidet werden darf. Wir müssen auf jeden Fall den Finger auch nochmal in die Wunde legen, dahingehend, dass wir eine stärkere Beweidung auch des Vorlandes vielleicht wieder zulässig wird. Und das ist etwas, was ja nur auf dem politischen Wege weiter vorangebracht werden kann.